Okay, Leute, wir sind zurück. Es tut mir leid. Ich habe nicht damit gerechnet. Offensichtlich ist er ohne jegliche Verzögerung weitergespielt worden. Das habe ich ja noch nie erlebt. Okay, es steht 2 zu 0 für 3D Max. Die haben offensichtlich auf Nuke die erste Runde gewonnen. Es tut mir leid, Leute. Das tut mir leid. Das war mein Fehler. Damit kann ich nur wirklich nicht rechnen. Ist im gesamten Turnierverlauf noch nicht vorgekommen. Drei zu null für 3D Max. Sorry nochmal. Habe ich keine weitere Entschuldigung, außer dass ich damit absolut nicht gerechnet habe. Also, es geht jetzt in die erste Waffenrunde. Kama hat schon die erste Spielerin wieder verloren. Ja, wer von euch Doctor Who guckt, der weiß, dass der Time Lord immer ein bisschen zu spät ist. Die Runde für Team Karma sieht nicht so gut aus. Klar muss ich das zurückziehen mit 9 AP, aber sie lebt immerhin noch. Das ist 4 zu 0 für die Französinnen. Die Tatsache, dass sie auf der CT-Seite anfangen können. Hilft ihnen natürlich extrem weiter. Das wird für Karma nicht unbedingt gut für die Motivation sein. Das drückt. Also die T-Seite auf Nuke, die kann schon ordentlich aufs Gemüt drücken. Langsamer Aufbau bei Karma. Zwei Spielerinnen außen. Ceres mit ihrer AWP steht an der Main, also relativ close. Das könnte bedeuten, dass sie hier zu picken ist. Oben kommt jemand rüber und findet natürlich seine Beute. Oben auf dem Cat. Wer steht da noch? Klar, kann ein Frag. Ah, Nesty war es gewesen. Der Frag von Klar war an der Rampe. Also Überzahlsituation für Karma. Die Außendeckung bei 3D Max hat keinen Erfolg gezeigt. Jetzt müsste Karma sich zusammenraffen und müsste gemeinsam irgendwas angreifen. Sapphire oben Richtung Cat, das ist nicht ungefährlich. Rain kann beide Frags aus der Pommes machen. Und Klar plötzlich ganz alleine gegen 3. Frag Nummer 1 gibt es mit Überraschungseffekt und ab jetzt wissen die anderen Bescheid. Schöner Headshot über die Kante. 1 gegen 1 Situation. Klar muss auf Pistole wechseln. Die M4 ist leer. Auch die 30 Schuss sind mal irgendwann alle. Und sie entscheidet sich durch zu defusen. Sie entscheidet sich. Hat sie gerade noch rechtzeitig abgebrochen. Und Sapphire kann es gerade noch richten. 4 zu 1 für die Mädels von 3D Max. Die erste Runde für Karma. Unglaublich wichtig, dass sie sich jetzt hier nicht in einen 7-0 oder sowas verstricken. Na, liebes Hart, bitte blende doch die Waffen ein. Dankeschön. Keiner hat einen Headshot gefangen.
Ceres AWP hat schon wieder ihr erstes Opfer gefunden außen. Auch da die Smoke nicht hundertprozentig gelegen. Oh, schönes Brett von Ceres. Das hat geklatscht, das war kein Ei über die Kante. Und jetzt spielen sie außen AWP etwas standardisierter. Also normales Positioning der AWP-Spielerin. Und schon funktioniert die ganze Geschichte. Natürlich ein bisschen dazu beigetragen hat die Smoke, die nicht optimal mit der Main abgeschlossen hat. Und Ceres hat schon wieder außen angefangen. Diesmal gegen die Eco. Also spielt Oldschool Deagle als Secondary für die AWP. Das macht sie regelmäßig, wie es aussieht. Alexia und klar 6:1. Sieht nach einem schnellen Hanegau aus. Sapphire an der Spitze, Richtung Pommes rausgeschaut. Alexia mit der Pistole. Die Bombe kann unten wahrscheinlich gelegt werden. Wenn sie noch dazu kommen, Linsky versucht ihr Bestes. Ja, da ist sie durch. Also immerhin die $800 für die nächste Runde gesichert. 6:1, beziehungsweise jetzt gleich 7:1 für 3D Max. Man hat keine AWP in den eigenen Reihen. Und das nicht unbedingt aus Geldgründen, sondern es war eine absichtliche Entscheidung. Klar, versucht er offensiv den Weg zu ziehen. Zwei wurden hier gegönnt. Und 3D-Max hat den Vorraum noch nicht wieder verlassen. Aber 3 gegen 3 Situation. Sekunden. Jetzt haben die Amerikanerinnen langsam aber sicher den Vorraum wieder eingenommen, haben alle Positionen abgecheckt und in der Vermutung, dass irgendwo vielleicht noch eine Karma-Spielerin sitzt, aber die haben das gut gemacht, haben sich komplett zurückgezogen. Amerika kann auf jeden Fall jetzt ansagen, dass es Rampe runtergeht, hat sie es nicht gehört. Hat sie nicht gehört, dass hinter ihr jemand ist, jetzt die Schüsse spätestens, die muss sie natürlich sehen. Jetzt geht sie rum, das war etwas übermütig. Interessant wird es, ob Nestie noch was ausrichten kann. Zum Beispiel die Bombe auf dem Spot ausschalten, das wäre was. Ah, kann den Kill nicht ganz machen. Die Granate in den Spot sollte es richten. Ceres hat mit der Deagle den Frag gesetzt. 1 gegen 2 Situation. Emma lead aber mit 100 AP noch und beide Spielerinnen von 3D Max Low. Das war Frag Nummer 1, letzter hat 9 AP. Ganz schwierig für Nestie und sie versucht da durch zu defusen. Oh, sie war fast durch gewesen. 7:2. Glücklicher Ausgang noch am Ende für das Team Karma. Da haben sich diese Runde auch erkämpft. Das ist schon die zweite Waffenrunde, die die Amerikanerinnen holen. Und wir bedenken, ich erinnere nochmal daran,
Wie zählt er das im bisherigen Turnierverlauf Nuke war? Und dass jede Runde auf der Terrorseite sehr, sehr, sehr viel wert ist. Klar, eine Rampe gerefragt worden. Jetzt haben sie die Möglichkeit, da schon direkt Raum zu gewinnen. Der ist schon nach unten verschoben. Alexia. Mittlerweile drei Spielerinnen schon unten. Armee hat ein kleines bisschen Endprobleme gehabt. Dafür mit der TZ, da sitzt das Headshot und Hit direkt 8 zu 2. Natürlich ungünstig für Team Karma, dass sie jetzt die Anschlussrunde direkt wieder verloren haben. Sorgt dafür, dass man erneut sparen muss. Ceres aber direkt von der Main fischen. Und Alexia muss ihr Bestes geben, um dort die AWP zu verteidigen. Und jetzt ist sie... Oh, Sapphire ist nicht an die AWP gekommen. Hat gedacht, sie hätte sie gepickt, aber ich vermute, es war eine Granate, die sie aufgenommen hat. Jetzt hat sie sie gepickt. Und das kostet sie ihr Leben. Das war ein kleiner Fehler, der hier den Unterschied gemacht hat. Sekunden noch auf der Uhr. Und Nasty kann die beiden Frags noch machen. 9 zu 2 der Spielstand. Und Kyler gemeinsam den Frag gesetzt Richtung Main. Jetzt sind sie rauf und da sitzt noch Armee über der Pommes. Und sie kann hier die Runde rausreißen. Vier schöne Frags hält den Argo im Alleingang auf. 10 zu 2. Und das hatte sich Karma anders vorgestellt. Nach den ersten beiden Frags sah es so aus, als hätte sie die Runde vielleicht, hätten sie die Runde vielleicht angehen können. Aber Armee hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch abgebrochen. Die Autosniper von Klar hat schon ihren Winkel hier gesucht. Track Nummer 1, Track Nummer 2, ja, das ist natürlich nicht so schwer da reinzuhalten. 3 und Armee von hinten noch dran. 11 zu 2. Das Problem bei solch extrem CT-lastigen Maps, vor allem auf Nuke, ist, dass das Team, was zuerst anfängt, was zuerst auf der CT-Seite anfängt, natürlich sich sowas wie ein 13-2er spielen kann. Und wenn dann die First Round schon unglücklich weggeht, dann ist es das manchmal schon gewesen und dann sind solche Ergebnisse wie 16-2 oder 16-3 ziemlich schnell möglich. Obwohl es vielleicht ein knappes Match geworden wäre, wenn
die First Round anders ausgegangen wäre. First Strike außen gegen Ceres, der ist auf jeden Fall schon mal eine Menge wert. Eröffnet den Mädels von Karma die Möglichkeit, dort sich vorzuarbeiten. Und wir schauen, was Alexia außen macht. Back Nummer 1 zieht sich einfach zurück. Ich denke, es wäre gut, sich zurückzuziehen, aber sie versucht es nochmal. Deswegen gibt sie diesen Vorteil, den sie gerade erspielt hat, wieder ab. 2 gegen 2. Clown auf dem Spot und Nessie oben. Eigentlich gute Positionswahl, auch wenn klar natürlich mit der Autosniper jetzt nicht unbedingt und jetzt nur in den Nahkampf gehen müsste. Von Nessie ist eh gefragt. Hat die perfekte Position eigentlich, um diese hier abzudecken. Nummer 1, Nummer 2 hat man noch ein bisschen, aber sie weiß nicht mehr genau, wo es herkommt. Sapphire war deutlich verwirrt, woher die Schüsse kamen. Hat sie von ihrer Kollegin vielleicht nicht ausreichend angesagt bekommen. Ja, die müsste es an den Hitmarkern gesehen haben. 12 zu 2. Und für die Spannung in diesem Spiel hoffe ich natürlich, dass Karma diese Runde jetzt noch holt, damit sie wenigstens die First Round verkraften könnten. Ceres, Nummer 1, spielt aus jetzt mit der Rifle. Ein AP hat sie noch. Also glücklich ausgegangen. Und Linsky und Emmalit. Zwei Frags konnten sie schon machen. Also vielleicht gibt es hier noch eine Möglichkeit. Rechts oben steht Ami wieder auf ihrer Position. Und das ist auf jeden Fall für eine gut. Und der Refake sitzt auch nicht. 13 zu 2 Halbzeitspielstand. 3D Max ist nur 3 Runden davon entfernt, hier das Turnier zu gewinnen. Und natürlich, ich sage es in solchen Situationen immer, eigentlich ist es offensichtlich, Karma muss die First Round holen. Absolute Pflicht, dass die jetzt sitzt. Wir warten auf die zweite Halbzeit. Und wenn ich Karma wäre, ich hätte 3 Molotows im Gepäck. Einfach um an jeder Stelle schon mal einen Rushblock zu verhindern, also einen Rushblock spielen zu können. Aber ist nicht nötig. Tadimax spielt eher langsam die Runde aus. Außen sind zwei durch, schon Richtung Schach unterwegs. Und wenn sie jetzt Schach durchkommen, dann wird es richtig gefährlich. Rain konnte einen Frag machen. Linsky hat Probleme, die Leiter hochzukommen. Oben ist ordentlich weggesmoked. Und Sapphire aus der Main kann hier die Runde zum Kippen bringen. Schön gemacht. Klar, die letzten Verbleibende gegen 4. Und das ist die Runde für Karma. Das haben sie unbedingt gebraucht. Und es wurde ihnen gegönnt. Vor allem von Sapphire. 13 zu 3. Klar außen Hits bekommen. 3 P90 im Gepäck bei Team Karma. Die Bombe konnte Tatsache gelegt werden. Ceres hat sich in die Smoke gesetzt. Und jetzt wird sie natürlich einfach versuchen, das Ganze da auszusitzen. Irgendjemand wird sie früher oder später schon finden. Da geht die Smoke genau im richtigen Moment weg, dass sie noch einen Frag setzen konnte.
13 zu 4, Bombe gelegt. Könnte bedeuten, dass man jetzt kauft. Auf Seiten von 3D Max. 3-9, 3-8. Ja, ich denke, sie werden es wagen. Da sieht es danach aus. Gibt ihnen auf jeden Fall einen Waffenvorteil. Team Karma hat noch zweimal P90 und zweimal Farmers. Jetzt die Molotows als Rushblock in die Halle. Die müssen einfach sitzen. Erhöhen die Chancen erheblich, dass man den Frags essen kann. Aber Sapphire außen dicht gemacht mit der P90 im Anschlag. Schöner Refrag von Nasty. Aber den Schaden, den hat sie schon angerichtet. Ein Frag gemacht und dann abgedreht. Linsky kam als Aushilfe. Und damit haben wir die Situation, dass 3D Max gleich wieder in die Eco muss, wenn Nasty hier nicht nochmal völlig eskaliert. Zwei Gegenspielerinnen hat sie noch, 25 Sekunden auf der Uhr. Die kommen beide von hinten über Vorraum. Das heißt, sie können unter Umständen durch und die Bombe legen. So schnell wird Karma nicht sein. Und Nasty ist in der Tür. Keine Position, von der man viel taktieren kann. Karma vermutet sie erstmal noch auf dem Spot, aber das werden sie gleich gecheckt haben. Ja. Spot ist frei. Eigentlich ist klar, es kann nur die Tür sein. Und der Defuse. 10 Sekunden. Das geht aber durch, denke ich. Sollte kein Problem sein. 13 zu 5, das ist nochmal gut gegangen für Karma. Haben sie gut ausgespielt, die beiden. Diffuse Kit wäre natürlich bei den Geldmengen, die dort im Spiel sind, interessant gewesen. Aber na gut. Es hat funktioniert. Da fragt am Ende keiner mehr nach. Go bei 3D Max. Sie können den Frag direkt setzen. Da steht Hammerlin noch. Und hier mit dem Spraydown wenig Probleme. 4 Frags für sie. Sauber die Rampe gedeckt. 13 zu 6. D-Max klagen so um das Scoreboard. Ich finde es ein bisschen schade fast, dass wir die erste und zweite Hälfte nicht getrennt im Scoreboard haben, weil da verschieben sich die Verhältnisse ja nun mal ganz gewaltig. Und gerade jetzt wäre es interessant, wer bei 3D-Max vielleicht für die Runden verantwortlich ist, wer da die Frags setzt. Klar kann ein Frag setzen. Das sieht ein bisschen düster aus für das Team Karma. Jetzt verlieren sie ihre letzte, vorletzte Spielerin auch noch. Und Rain alleine gegen 4. Ich beschäftige mich schon mal mit dem Geld, während sie hier noch irgendwie um die Runde kämpft. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Förmlich spüren, wie schwierig sich das anfühlen muss, was da für ein Druck auf ihren Schultern lastet. 14 zu 6, ja, und das Geld reicht bei Karma nochmal, um zu kaufen.
gilt für Karma hier um alles. Wenn sie die Runde verlieren, sieht es ganz düster aus. Müssen sich jetzt unbedingt wieder in den kleinen Lauf spielen. Kyla ist schon weggesmoked. Unter ihren Füßen gelandet. Sapphire außen. Hat ihren Blick Richtung Main. Kann einen Break setzen. Kyla schiebt Richtung Halle. Es sollte ein Halle-Split werden. Und Linsky. Ceres. Down. Nasty down. 14 zu 7. Unglaublich wichtige Runde für das Team Karma aus Amerika. Dranimax muss sparen. Nasty gibt da sehr viel Geld aus. Vielleicht im Hinblick darauf, dass sie sowieso jetzt vorhaben, zwei Runden durchzusparen. Vom Money Management eine fragwürdige Entscheidung, da so viel Equipment zu kaufen. Insgesamt 1000 hat sie ausgegeben. Es soll runtergehen Richtung Spot unten. Die Bombe im Schacht jetzt down. Klar, versucht irgendwie hinterherzukommen. Sei kann gelegt werden, denke ich. Jawohl. $800 schon mal in die Portokasse für die nächste Runde. Und 14 zu 8. Push Richtung außen. Azeris hat ihren Blick nur Richtung Abgang gerichtet. Sapphire hat Glück gehabt. 24 HP noch bei ihr. Schauen, dass sie wegkommt. Kyla hat ihren Rücken gedeckt, aber sie kommt nicht mehr Richtung Loch oben. Ceres. Hat sich Kyla ganz schön viel gezeigt. Das könnte gefährlich werden für die Mädels von Karma. Emily hat zwei Frags noch gemacht. Hat die Balance hier auf jeden Fall wieder hergestellt. Headshot von Alexia. Die ist heute richtig gut drauf. Bisher im Spiel noch nicht so ganz zum Tragen gekommen, aber sie hat ihre Frags auf Cobble vor allem gemacht. Hat also bereits jetzt schon einen guten Teil dazu beigetragen, dass 3D Max die Chance hat zu gewinnen. Bomb has been planted. Und Rain versucht ihr Bestes hier anzugreifen. Da wird noch abgezielt von Ceres. Das ist die 15. Runde für 3D Max. 7 Runden Zeit, um dieses Turnier hier zu gewinnen. Eine Runde brauchen die Französinnen noch, dann haben sie den ESWC gewonnen. Und Karma steht mit dem Rücken zur Wand. Aber das ist durchaus machbar. Man kann hier noch 7 CT-Runden holen. Das ist keine unlösbare Aufgabe. Dürfen sich jetzt nur nicht runterziehen lassen, müssen unbedingt noch motiviert bleiben. Jede Runde zählt. Das ist noch lange nicht verloren für die Amerikanerinnen. Geiler aus dem Abgang. 2 gegen 5 Situationen. Klar, hat auch nur 50 HP oder 40. Kommt die Autosniper rein. Ach, klar, konnte den Frag setzen. Das hat auf jeden Fall Geld gekostet bei Team Karma. Ich denke mal, sie werden die Autosniper noch picken können.
wenn die Runde hier vorbei ist. Muss noch jemand rechtzeitig hingehen. 40 Sekunden auf der Uhr. Natürlich hat die oberste Priorität verhindern, dass klar die Bombe liegt. Die Autosniper wird natürlich jetzt keiner mehr kriegen, weil keiner dicht genug dran ist. Macht aber nichts. Man könnte sich eine neue zuwerfen. Zum Beispiel bei Sapphire ist genug Geld. Die braucht kein Equipment nachzukaufen. Könnte einfach was droppen für Linsky. Die hat aber die AK bekommen. Ah, jetzt doch Autosniper. Ich wollte schon sagen. An der Rampe natürlich eine äußerst mächtige Waffe. Kyle hat sich direkt wieder Richtung Abgang gezogen. Schöner Move da außen. Huch. Was ist denn mit dem Molotow passiert? Schöner Frag von Kyle außen. Die Eco-Runde von 3D Max wird vermutlich keinen großen Erfolg bringen. Wenn sie die Autosniper ausschalten könnten, wäre das schon mal was. Das würde viel Geld bringen. Ja. Ich denke, jetzt sollte die Priorität für Karma dabei sein, diese zu picken. Gib Gas, Emmalit. Ja, ich denke, da kommt sie ran. Gerade so. Also, Linsky an der Rampe mit der Autosniper nicht unbedingt die sicherste. Aber trotzdem ist das ein Faktor, den 3D Max in ihre Planung einbeziehen muss. Wir können entweder versuchen, die komplett zu überrennen. Aber müssen sich dann im Klaren sein, dass sie vermutlich ein bis zwei Spieler direkt verlieren. In der Eco ist das kein Problem. Ja, jetzt kann sie auch nicht durchdrücken. Zwei Frags hat sie gemacht. Sapphire hat noch unterstützt von... Das war nicht Sapphire, das war Rain. Von wo hat denn Sapphire geschossen? Ach, die ist im... Ne, auch nicht. Ist auch noch jemand außen gegangen. Okay, leichte Verwirrung auf meiner Seite. Ist natürlich die Autosniper in die Hände von 3D Max gefallen. Karma muss er eigentlich überhaupt nicht angreifen. Sie haben alle Ausgänge abgedeckt. Und ein Panzer Keiler. Macht ihre Sache gut. Jetzt gehen sie von hinten ran. Emmalit. Mit 8 AP überlebt. 15 zu 11. Und jetzt kommt eine Schlüsselrunde. Die Buyround von 3D Max. Gilt es jetzt abzuwehren für Karma. Und dann können wir uns darüber unterhalten, dass sie hier noch sich in die Overtime retten. Ceres mit AWP unterwegs. Linsky wieder Autosniper. Und das wollen sie jetzt natürlich ausnutzen. 3D Max hat sich vorgenommen, die Autosniper zu... Und keine Waffe ist dafür besser geeignet als die AWP. Stärke der Autosniper besteht darin, dass man nachsetzen kann. Und die Stärke der AWP liegt darin, den Gegner zu töten, wenn er einen nicht mit einem Schuss killt. Und ich denke, das erste, was wir sehen, ist der Versuch Rampe. Davon hängt jetzt bestimmt viel ab. Kann sie den Frag setzen? Und da ist Linsky down! Das ist das Risiko, wenn man zu vorhersehbar spielt. Wenn man ständig mit der Autosniper spielt. Hat sich zwar schon eine andere Position gesucht, aber die hilft ihr nur bedingt weiter. Außen. Sapphire down. Und sie sind unten auf dem Spot. Es ist eine 2 gegen 5 Situation. Das könnte die Möglichkeit sein für 3D Max hier das Turnier zu gewinnen. Emmalit und Rain stehen vor so einer schwierigen Aufgabe. Das ist so ein Druck. Sie dürfen das hier nicht vergeigen, aber sie kommt durch mit den Klicks. 2 gegen 3. Arbeiten sich langsam vor. Alexia, und da ist es passiert. 3D Max gewinnt den ESWC 2014.